Wer ist denn das? Aber, Legatus. Aber. Legate, habt ihr einen Moment? Ja. Ich bin den ganzen Weg aus Ägypten gekommen, um mit euch zu reden. Ja. Ave, mein Name ist Sabinia. Ich bin sehr weit gereist, um euch zu treffen. Sehr, sehr weit. Ihr müsst in der Tat sehr weit gereist sein. Sag mir, wie ich euch helfen kann, Sabinia. Ich danke euch. Es war eine beschwerliche Reise und ich hatte Angst, dass ihr mich direkt bei meiner Ankunft abweisen würdet. Der Name meines Vaters ist Sabinius Ursinus. Er war einst der Präfektus einer römischen Legion. Er sagte, er habe euch während der Eroberung Ägyptens getroffen und er sprach in den höchsten Tönen von euch. Ja, ich erinnere mich an den alten Ursinius. Er kam in unser Lager, um Zeichnung eines Banners zu verkaufen. Damit wollte er seinen Ruhestand finanzieren. Das ist richtig. Die Dinari, die ihr ihm gegeben habt, haben unserer Familie durch sehr schwierige Zeiten geholfen. Aber nun braucht mein Vater euch erneut. Er hat Rom für 30 Jahre gedient. Nun ist er erkrankt. Vielleicht wird er sterben. Und Rom will ihm nicht zur Hilfe kommen. Ich würde nicht herkommen, um zu betteln. Er hat mir erneut etwas gegeben, das ich euch verkaufen kann. Einen neuen Entwurf für ein besseres Banner. Wenn ihr es mir abkauft, kann ich seinen Transport nach Rom und seine Behandlung dort bezahlen. Ja, Moment, hier gibt es mehr. Muss man fragen, weiß nicht, was besser ist. Ja, ich gebe euch 1000 Denari. Ich werde euch 1000 Denari für die Pläne zahlen. Für diese Summe könnt ihr euren Vater nach Olympus bringen und ihn von Apollos Medicus höchst selbst behandeln lassen. Danke, Legate. Damit kann ich ein schnelles Pferd kaufen, das mich rechtzeitig nach Hause trägt, um ihn zu retten. Hier, der Bauplan, den er mir gegeben hat. Er sagte mir, euer Schmied würde nach diesem Vorbild ein Idol schmieden können, das Jupiters würdig ist. Ich hoffe, dieses Banner wird euch ebenso nützen, wie es meiner Familie geholfen hat. Alles klar, Sabine, ja. Ja, das Banner ist nicht schlecht. Mal sehen, was Sextus sagt. Danke, dass ihr mir diese Pläne geschickt habt. Ave, Legate. Welche merkwürdige und unpraktische Waffe... Nichts, ich bin schwer nachlässig, wie ich schon immer bin. Ich muss erstmal das machen. Feldzeichen des Jupiter. Ave, Legate. Welche merkwürdige und unpraktische Waffe soll ich heute für euch schmieden? Ich bin im Besitz dieser Bauanleitung für eine neue Legionsstandorte gelangt. Die Jupiter-Erd. Ich brauche eine Feldzeichenfigur für sie. Lasst mich mal sehen. Dies sind sehr detaillierte Pläne. Wenn ich ihnen genau folge, kann ich sicher herstellen, was ihr braucht. Warum helft ihr mir nicht aus? Eure Hände scheinen mir nicht zu zart, um eine Zange zu halten, oder? Lasst uns an die Arbeit gehen. Gut gemacht. Eure feine Patriziererziehung hat euch nicht gänzlich befreit von praktischem Geschick aufwachsen lassen. Wenn eure Weinernte jemals missglückt, könntet ihr jederzeit bei mir in der Schmiede anfangen. Gut zu wissen. Es ist ein interessanter Entwurf. Ein wirklich eindrucksvolles Götterbild. Es wird ein gutes Banner sein, ganz sicher. Okay, danke, Sextus. Alles ist ruhig. Ich bin nicht im Entferntesten überrascht, dass diese Landike... Und zeig mal das Ding her. Feldzeichen des Jupiter. Wirkt geschwächt auf Gegner. Das ist ja noch besser.
Das stimmt. Plus 20% Schaden ist nicht schlecht, aber minus 50% Gegnerschaden ist noch besser. Stell das mal her. Sonst brauchte ich nichts weiter. Die haben sonst alles. Die haben sonst alles. Achso, ich kann noch keine Stufe 3 Zeug herstellen, das stimmt. Weil ich die Schmiede noch nicht gebaut habe. Ja, weiß mal jemand zu. Jetzt muss ich aber überlegen. Für die Befriedungsmission brauche ich ja jemand. Paar plus 4 Stunden dafür. Er uns im Stich gelassen haben. Ich frage mich nur, ob es aus Bosheit oder aus Unfähigkeit war, dass sie uns verraten haben. Ich glaube, sie haben die Zeit für den Angriff falsch verstanden. Gute Nacht. Oder dass sie sich auf dem Weg hierher verlaufen haben. Ihr habt ja ein paar von denen getroffen. Ich würde es denen schon zutrauen, dass sie sich so sehr verirren, dass sie in Hispania landen. Gut, das ist erledigt. Mal sehen, was er sagt. Unsere Ausgangsposition ist nicht günstig, aber wir müssen durchhalten. Wir kämpfen in einem fremden Land gegen fähige Krieger, die das Gelände in- und auswendig kennen. Ja, aber nicht zum Trotz ersten Mal. Alledem ist es ein guter Anfang. Aber manche Situationen erfordern eure persönliche Aufmerksamkeit. Ihr werdet euch um Probleme kümmern müssen, sobald sie auftreten. Also wie immer, hm? In der Tat, so wie immer. Es ist wichtig, die Gallier nicht zu unterschätzen. Sie mögen Barbaren sein, aber sie sind formidable Krieger. Sie sind noch dazu gut bewaffnet und listreich. Ein erobertes Land kann sich schnell in ein Nest der Rebellion verwandeln, wenn wir nicht aufpassen. Erwartet ihr etwas besonders Interessantes? Gallia ist ein interessanter Ort, voll von fremden Göttern und einer Vielzahl an unterschiedlichen Stämmen. Es ist am besten, auf der Hut zu sein. Na schön, sagt mir Bescheid, wie üblich. Natürlich, Legate. Es ist immer am besten, sofort auf solche Entwicklungen zu reagieren. Die Legio Victrix kämpft nun an 2 Fronten. Wir können uns keine Ablenkungen erlauben. Es scheint, diese Barbaren sind recht gut darin, Lösungen für unüberwindliche Probleme zu finden. Es gibt einen Söldner in dieser Gegend, der dafür kämpft, die Region von unserer Herrschaft zu befreien. Ein einzelner Mann? Der Herr der Wölfe nennt er sich. Ein erfahrener und wohlhabender Söldner, der eine große Truppe befehligt. Das könnte Ärger bedeuten. Woher stammen diese Söldner? Das ist der interessante Teil. Er stammt aus Britannia. Wie genau aber sie einen Krieger von der verfluchten Insel hergebracht haben, das weiß ich nicht. Hören wir mit einem Tommy fertig werden. Wir müssen wie gewohnt weitermachen. Schlagt den Kopf der Schlange ab und ihr Körper wird verenden. Ich stimme zu. Danke. Ave, Legate. Ave. Ave, Centorio. Befriedung Bauerhof. Spürt den sogenannten Wolfsherrn auf und erledigt ihn. Mit dem größten Vergnügen. Ave. Na, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Gut, Ration sieht noch gut aus, super. 28.000. Da kann ich mal was in die Legion investieren. Zu euren Diensten. Noch eine Einheit kann ich nicht ausbilden. Die sind alle da und die werden eigentlich auch alle gebraucht. Naja, ich muss jetzt sowieso warten, bis die Einheiten wieder verfügbar sind. Was, mehr als 255 Leute geht gar nicht? Ach so, weil das sind ja verletzte Soldaten, die kommen ja irgendwann wieder.
Und 150 werden sogar noch vermisst. In Ordnung. Diensten. Ave, Legate. Ja, ich muss jetzt warten, bis die Einheiten bereit sind. Geht leider nicht anders. Ja, ist ja einiges, was hier passiert. Feldzeichen ist hergestellt. Kriegslisten verfügbar. Zelt des Legatus aufgefüllt. Kriegslisten. Legio Victrix aufgetaucht, 33 verstorben. Varro ist geheilt. Neue Kriegslisten im Vorposten verfügbar. Legio Victrix 20 aufgetaucht, 30 verstorben. Das sind Zahlen. Feinde rücken an. Naja, die sollen kommen, die feigen Schweine. Moment, nicht anhalten. Muss gucken, wo die kommen. Von hier. Also die Legion nach hier, nach westliches Narbonensis schicken. Und wo müssen wir hin? Das hier. Hey! Achso, das war die Legion, die los raus. Hier kommt's erstmal. Okay. Was sie? Oh, warte mal, wenn sie das machen kann, dann. Ich kann Ovaro mitnehmen. Wäre mir sogar lieber. Er hat ja das neue Feldzeichen noch nicht. Ja, immer bestens vorbereitet sein. Macht doch keinen Schrott. Ist doch alles cool. Folge mal der Legion. Lass dir erstmal den Kampf machen. Kommen sie angerast, die Pfeifen. Averni-Armee. Die haben wieder ein paar Werte drauf. Mit ihren 3000 verlausten Idioten. Muss ich gucken. Logistik und Kavallerie, wie immer. Ursulus. Ursulus. Ja. Quomodo copias ponere debemus. Befestigte vernichtender Keil will ich haben. Cuneum formate! Noster legio hostem bewennerunt. Scorpius. Scorpius, geht nicht anders. Facite Scorpiones! Unum ex nostris manipel victus est! Kühne Verstärkung. Subsidia bellica explicate. 400 Leute hat's abgezogen, das war gut. Laudate maltem, dies noster est. Moment.
Ja, Kapitulation mit Bedingungen. Misere amor. 365 Ausfälle. Minus 9 Moralpunkte. Drecksäcke. Könnt ihr gleich mal ein paar Äpfel holen. Und ich brauch bloß das Feldzeichen. Was heißt bloß? Also minus 50% Schaden, das ist gut. Feldzeichen des Jupiter. Das ist gut. Feldzeichen des Jupiter. Wirkungsbereich 3 Hexfelder wirkt geschwächt auf Gegner, minus 50% Schaden. Das ist gut. Ja, das Geld sollen sie noch holen. Hier gibt's noch Medizin. Können sie alles machen. Okay. Das ist ja interessant, dass wir das selber machen können. Ja, ich werde es so machen. Ich nehme Varro mit. Das ist mir lieber. Consitius ist nicht schlecht, aber ist besser. Wenn der Deianira ersetzt Varro. Warum nicht? Das ist richtig hier, oder? Ja, das ist... Keine Ahnung. Keine Ahnung, weiß nicht, was hier ist. Das Ding war doch markiert, oder? Heiliger Hain. Waldbrand. Es ist ungewöhnlich heiß heute. Als ihr durch den dichten Wald lauft, fühlt ihr etwas Seltsames. Zuerst seht ihr Tiere auf euch zurennen, dann bemerkt ihr Geruch. Das Feuer schließt euch
schneller ein, als ihr reagieren könnt. Schon bald wird dieser Ort sich in rasches Inferno verwandeln. Kehrt um, wir müssen einen Weg zurückgehen, den wir gekommen sind, schnell. Ihr versucht aus dem Wald zu entkommen und bewegt euch so schnell, wie es geht, in die Richtung, wo keine Flammen wüten. Wie sich herausstellt, ist das kein Zufall. Oh, scheiße. Sobald ihr das Gehölz verlassen habt, regnet es Pfeilen herab. Zwei Praetorianer werden im Pfeilhagel verletzt, dann greifen sie an. Schöne Falle gestellt. Das sieht gut aus. Das sieht schlecht aus. Das sind, wie viele Gegner sind denn das denn wieder? Also gut. Tamisa, du gehst hier hin. Seso. Naja, klar, die schießen von oben mit Pfeilen. Na logisch, was sollen sie sonst machen? Seso, du gehst hier hin. Synaros, du gehst hier hin. Varro geht hier hin. Und Kalida hier hin. Bestia, du bleibst dort. Hey Kalida, du sollst hier hingehen. Verdammt nochmal, was macht denn ihr hier? Für ein Blödsinn. Du gehst hier hin und du gehst bitte hier hin. Ja, genau. Super. Bestia ist jetzt alleine hier. Ja, das ist richtig. Wenigstens können wir zuerst anfangen. Das ist doch schon mal viel wert. Diese elenden Hunde. Die können sowieso nichts. Du gehst hier hin. Und Moment, weg. Das Banner kommt hier hin. Ja. Abwehr hier hin. Varro, du gehst hier hin. Starke Verteidigung. Synaros. Du gehst hier hin. Okay. Ceso. Ach, wir kommen hier hoch. Na dann, nee, das macht unser Freund Bestia. Wo bist denn du? Hier. Ja, genau. Schön auf euch ausweichen bleiben. Und Ceso, du gehst hier hin. Das ist ja optimal. Unsere Freunde können sich dort schon verteidigen gegen diese Hunde. Weil die Bogenschützen müssen fallen. Das geht nicht anders. Hast du Pillars? Ja. Okay. Du hast griechisches Feuer. Dann zünde doch die Hunde an. Das ist das Beste, wo gibt. Schön gemacht. Ach so, die gute Kali da. Geh mal hier raus und feuer auf die Ratte. Gut gemacht. Und wieder zurück in Deckung. Seht nur, wie sie sich hinter ihren Schilden verstecken. Erbärmlich. Na, wo springt er hin? Gezeichnet. Ah.
Schöne Reaktion. Sollen sie ruhig von der Seite kommen. Kalida kann den ganzen Bereich abdecken. Sobald sie sich bewegen, sind sie tot. Diese Ratten. Okay, lass mich mal überlegen. Nee, das geht nicht. Das geht auf keinen Fall. Das geht nicht anders. Du musst den angreifen. Bestia, du gehst. Was ist denn das? Das ist ein Gelegenheitsangriff. Du gehst hier hin. Was für ein schöner Angriff, Mann. Und ausweichen. Sehr gut. Okay, die Ratte hier, das macht Varro natürlich, wer sonst. Die kannst du umschmeißen. Klassisch. Kalida, du gehst hier hin und deckst den Bereich ein. Ich achte auf diesen Bereich. Genau. Okay, Tamisa, diese brennende Vogelscheuche hier umspeisen. Ich sehe es gar nicht. Na, ich doch im Dreck. Dieses Stück Scheiße. Ah, ich hasse diese Typen. Weg war er. Weg war er. Gut. Geh noch ein Stück zurück. Genau. Damit schützt er sie. Das passt schon. Sobald sie angegriffen wird, macht er einen Gelegenheitsangriff. Bestia ist hier. Er ist hier. Gar nicht übel. Ich decke diesen Bereich. Wunderschön. Gift haben wir aus Ägypten mitgebracht. Yes, den hat er erschlagen. Aber jetzt brennt er. Ja, sie ist ja hier. Bleib cool. Schlag erstmal die Ratte weg. Okay. Medike! Gut, Varro. Wo ist denn die? Wo ist dieses hässliche Schwein? Der hat sich hier verkrochen. Wie der Feigling, der ist. Das wird euch eine Lehre sein. Liegt da im Dreck, die feige Sau. Gut gemacht. Okay, hier draufschlagen. Ah, ich glaube, ich hätte das machen können. Todesstoß. Naja, mein Fehler. Okay, dann mal gucken. Schöner Treffer. Danke, Kalida. Ja, kannst du immer mal Wurfmesser hinten reinschießen, diesen Blödföhn. Schön gemacht. So, du nimmst die Ratte raus. Gut. Okay, da sind. Hier komme ich jetzt nicht rüber, weil der das Ding blockiert. Der ist gleich tot, keine Sorge. Was ist mit der Hexe? Die hat's überlebt? Was machst denn du, Cäsu? Ja, da kannst du nichts machen, Bestia. Bleib auf Ausweichen.
Gedusches. Sehr gut. Nicht sterben. Nicht hier. Das sind sie, diese feigen Ratten. Der Letzte. Gut gemacht. Der letzte Dreck. Hat sich hier versteckt. Da ist es ein Fehler. Los, Tamisa, machen fertig. Okay. Tschüss, Mann. Ich kann nicht mehr kämpfen. Meine Familie braucht mich. Dich braucht niemand. Also einmal das Feldzeichen des Jupiter, zwei Pillar, das griechische Superfeuer und Wurfmessersatz. Gute Arbeit. Haben sie den hier versteckt? Im Heiligen Hain Widerstand Wuchtschaden 3. Kräuter und Verbände. Felle für Stürmer. Druidenroben. Gibt's noch eine Kiste, irgendwas? Na, Varro, was, Mensch, Cese, was machst du für einen Blödsinn? Du sollst den plündern. Die 25 Groschen brauche ich noch. Für meine Sammlung, verdammt nochmal. Naja, Überfälle, das können sie am besten. Und dann heulend wegrennen. Das gefällt mir gut. Die Legion habe ich jetzt schon verlegt, oder? Wo ist denn das? Hier. Wie lange brauchen die den Tag? Muss erst mal hinkommen. Verstehe. Wie sieht's mit Nahrungsmitteln aus? Sieht gut aus. Wasser sieht alles gut aus. Okay, hier ist das. Region befrieden. Na, ist ein bisschen falsch. Ja, ja. Hier wurde ein kleiner Hof errichtet, um das fruchtbare Land der Region zu nutzen und mehrere Familien mit allem zu versorgen, was sie brauchen. Jetzt geht's so. Ach, scheiße, was ist denn das? Oh, ich hab den gar nicht zum Arzt gebracht. Abbrechen. Mist, verdammt, ich bin aber hohl. Geh mal lieber hier rein. Ja, der heilige Hain. Eine kühlige Brise fährt durch euer Haar und die Schuppen eurer Rüstung. Als ihr durch einen Hain von Bäumen lauft, die ihr nicht zuordnen könnt, bald erreicht ihr eine Lichtung. Die Bäume, die diesen Ort einschließen, sind mit einer sonderbaren Farbe markiert. Dies scheint die Farbe der heiligen Haine zu sein, über die die Druiden gesprochen hatten. Dies sind alte Bäume, groß und stark gewachsen. Hier Holz zu schlagen wäre lohnenswert. Druidenzauber durchdringt diesen Hain. Wir werden bloß irgendeinen barbarischen Fluch auf uns hinabrufen. Lasst uns hier einen Augenblick rasten und unsere Kräfte zurückgewinnen. Nee, verschwindet von diesem Denkmal. Dieser Hain ist ein Tempel der barbarischen Götter. Einen Augenblick lang wollt ihr ihn zerstören, aber dann überkommt euch das Gefühl, es wäre besser, diesen Ort eiligst zu verlassen. Genau. Merkwürdigerweise erweist sich dies als gar nicht so einfach. Es ist, als würde der Hain gar nicht wollen, dass ihr ihn verlasst. Ihr verwendet wertvolle Zeit darauf, durch die verschlungenen Pfade zwischen den Bäumen zu navigieren. Als ihr endlich den Wald erreicht, fühlt ihr euch ausgelaugt. Zuweisung, komm schon. Wo ist denn der gute Pullo? Geh mal schnell hier rein. 2 Tage.
Na, wo bist du denn? Fabius, alter Knabe. Ins Zelt. Marsch, marsch. Was ist mit dir? Vitalis hab ich gar nicht gesehen. Ist auch verletzt. Das ist gut. Und du hier rein. Dann sollen die erstmal ein bisschen was erfinden. Moment. Die Langschwerter sind gar nicht so schlecht. Ja gut, aber... Morenus hat was? Keltisches Langschwert makellos. Gar nicht schlecht. Was hast denn du? Gladius makellos, das ist okay. Und du? Xiphos makellos, machst du ja gut. Ägyptisches Schwert 3. Ja, aber das ist tatsächlich besser. Das ist tatsächlich besser. Seneko, keltisches Schwert 3. Das ist okay. Vitalis, Gladius 2. Das kann weg. Okay. Gut. Naja, jetzt muss ich warten, bis die alle fit sind. Was soll ich denn machen? Denn die Befriedung der Region will ich machen. Ich brauche unbedingt das, die große Schmiede. Vitalis ist geheilt. 23 Mann sind verstorben, 27 zurückgekehrt. Pullo ist geheilt. Dann geht's doch. Na, die Vorräte noch mal auffüllen. Der ist schon wieder raus. Komm schon. Also gut, Standarte, da brauchst du das, das will ich nicht. Das griechische Feuer frei. Den Rest kann ich so erfrischen. Okay. Mal sehen, was der jetzt hier erforscht hat. Also, Einheit abtrennen, Kapitulation fordern, isolieren und vernichten. Isolieren und vernichten, das klingt gut. Ja. Belagerungstürme einsetzen, Befestigung. Lazarettzelt. Brutale Kavallerieumkreisung. Triumphale Kavallerieumkreisung. Kavallerievorstoß. Das sieht auch gut aus. Kämpfender Rückzug. Mit Ehre sterben. In Zeit erkaufen. Und dann geht's nicht anders. Feierliches Festmahl. Oh, das sieht gut aus. Legionsmoral plus 12. Feiern und plündern, das ist... Nee, feiern und berichten. Das ist aber sehr wertvoll. Okay. Ich mach erstmal die Befriedungsmission.
Pilzernte, lass gut sein. Ich will gar keine Pilze, danke. Ich bin dies geheilt. Ob die das nur ablehnen oder nicht, mir scheißegal. Hauptsache, ich muss nicht wieder kotzen. Hier wurde ein kleiner Hoch. Genau, das hab ich gelesen. Also gut, du führst Lucius Morenus, Polo Varro und Liberalis und Cosutius, wo ist er denn? Hier. Oh Gott, wie in alten Zeiten. Das ist ein super Team, die haben alles Mögliche schon geschafft. Ihr seid also endlich gekommen, mich zu holen, was? Den Wolfsfürsten kriegt ihr niemals lebend, Römer! Wieder so ein Feigling, der sich unsichtbar machen kann. Können wir nicht die Hütte anbrennen und warten, bis er geschmort ist? Was hat er denn hier für Witzfiguren? Oh, die haben Feuer, Vorsicht. Lass mich überlegen. Hier ist ein Bogenschütze an der Flanke. Und noch ein leichter. Schon einige. Das ist ein. Was ist denn das? Ist das ein Ölfass? Ja, ist ein Ölfass. Pass auf, hier steht auch ein Ölfass. Dann hier zurückziehen. Also, Ceso, du kommst hier hin. Du gehst hier hin. Varro, du gehst hier hin. Pullo, du gehst hier hin. Ja, zum Glück sind wir zuerst dran. Das ist ja schon mal was. Okay, lass mich mal überlegen. Schön cool bleiben. Das Ding kann man zur Explosion bringen, auf jeden Fall. Hier ist eine Tür. Das ist sogar noch besser. Okay, warte mal. Geh mal hier hin. Gut. Jetzt gehst du hier hin. Du kannst direkt auf das Fass schießen, oder? Kann er. Warte aber, bis die weg sind. Du gehst hier hin. Gut. Okay. Ja, sehr gut. Ja, wunderschön. Wunderschön. Jetzt war kleinen Wasserpass. Okay, du gehst damit zu ihm. Krähenfüße. Ja, genau. Ceso. Okay. Abgestochen. Hallo, Morenus. Streiftreffer war das bloß. Das war nicht so schön.
Das sieht aber gut aus. Keine Frage. Wer hat Aktionspunkte? Pullo. Oh, hab ich gar nicht gesehen. Hab ich beinahe übersehen, verdammt. Gut. Berserker. Dies ist mein Land. Ich kann mich gut und das Volk mischen. Das war mir klar, dass der sich unsichtbar macht. Das ist klar. Das ist so klar wie Kloßbrühe. Und ich bin weg. Probiert euch. Lehren wir sie, sich nie wieder mit Gallia anzulegen. Und wir werden gewinnen! Stehen sie alle hier vorne an, das ist super. Oh. Der hat den Giftpfeil, der Typ. Sehen, wie ihr kämpft, wenn ihr in der Unterzahl seid. Wir sind immer in der Unterzahl, die Schwachmat. Ah, Junge, das war beschissen. Verpiss dich von dem Schlachtfeld, solche Vollidioten. Was macht denn der bloß? Der kann so gut schießen. Die sind natürlich alle gelähmt. Völlig klar. Komm zurück. Hier hältst du die Position. Deck den Bereich ein. Den kann ich nie davon verwenden, von diesen netten Leuten. Die stehen alle da wie Schwachköpfe, wie Vollidioten diese sind. Schieß, Mann, schieß. Da kann nichts machen, die können nicht weggehen, die stehen einfach da dahinter. Was ist denn das für ein Fass? Ölfass steht hier direkt drin. Warte mal, hör mal auf. Das kannst du nicht treffen, oder? Das... Nee. Was kann der jetzt machen? Er kann nicht vorrücken, der rennt er durchs Feuer. Die zwei stehen da wie... sind absolute Legionäre und stehen da wie Blödföhne. Sind zu schwer. Drückt diesen Verband auf eure Wunde. Ah.
mit euch! Lehren wir sie, sich nie wieder mit Gallia anzulegen! Okay, kommt noch ran, ihr Pfeifen! Er rennt in jede Falle rein, das ist super! Treffen uns dort. Das sind Schwachköpfe. Pullo ist verletzt. Du kannst dir wenigstens helfen. Guter Schuss. Ach nee, jetzt kann er die Dinger nicht einsetzen, kann er die Verbände nicht einsetzen. Oh Junge, ich bin aber auch schwer für den Begriff. Absolut schwerfällig. Das ist peinlich. Jetzt kann ich die Verbände nicht einsetzen. Geht nicht. Ja, ich seh's. Da rennt er durch zwei Stacheln durch, das geht doch nicht. Geh hier hin, Mann. Dass du überhaupt was machst. Okay, der Typ ist hin, das ist gut. Das brauchst du nicht. Das ist gar kein schlechter Kampf hier. Sauber. Sauber Bogenschützen. Das können die. Je größer sie sind, desto schneller fallen sie. Ja, ich seh's auch. Wer ist das? Liberalis ist das. Liberalis ist das.
Verpiss dich, Mann. Das war sein Spielzug. Das war alles, was er machen kann. Verdammt nochmal. Du musst ihm jetzt helfen, egal ob du den Treffer kriegst oder nicht. Ich kann es ja nicht ändern. Helft mir und lasst uns gemeinsam Blut vergießen. Geht es euch besser? Komm schon, Pullo, die Ratte hier weg. Ja, gut, machst du das. Abwehr stärken. Guter Schuss. Ja, schöner Schlag, Mann. Was war das denn? Was war denn das? Nichts war's. Nicht der Rede wert. Wo gehst du hin? Das war gut. Oh, die halten, was er ist. Mein lieber Johnny. Mein lieber Johnny. Als ob ich nie existiert hätte. Du bist gleich, du hast gleich nie existiert. Seht mich nur, wenn ich es will. So ist das also. Wie ihr wollt. Hey, du Hund. Totatis und Taranis, wir werden euch besiegen. Mit 1000 Mann könnte passieren, könnte sein. Man muss nicht vorgreifen. Nein, Mann. Ach, diese Schwächlinge, die du kommandierst. Abstechen. Endlich. Nichts machen, abwarten, stehen bleiben. Caesars Gesundheit sieht nicht besonders toll aus. Klar, dass der 1000 Leben hat. Bei euch sieht's ganz gut aus. Wie weit kannst denn du rumkommen? Ja, ja, wenn du durch alle Spitzen durchläufst, komm, geh hier drüben bitte lang. Okay. Okay. Alles klar. Ah nein, jetzt kann der nicht weitergehen. Dann gehst du hier hin. Komm, du brauchst einen Verband, Junge. Sehr schön. Versucht das nicht nochmal zu machen. Du musst aber wieder hier hingehen. Okay. Nicht, bleib da mal stehen!
Ja, ist mir scheißegal, wo der durchläuft. Das interessiert mich überhaupt nicht. Feuer hier drauf, das sind so viele Gegner. Nicht mal die Krise. Der Typ rennt einfach mal hier hinter. Meine eigene Schuld, aber was soll's. Bleib verteidigend. Was könnten wir gegen die Typen machen? Das war gut. Das war gut. Das hätte ich gar nicht gedacht. Das war in der Tat sehr gut. Wo ist denn Morinus? Das ist der jetzt vorne steht. Zeit zu verschwinden! Angriff! Mensch, Morinus, den Schild hoch, du Knaller! Scheiß drauf. Hunde Scheiße! Ich kann den Fährmann bereits sehen. Er kommt mich holen. Bleib cool, du wirst überleben. Ich benötige Hilfe. Na cool, Kumpel. Räum diesen Mülleimer aus dem Weg. Es gibt noch mehr, wo das herkam. Das war gut. Das war sogar ziemlich gut. Okay. Pass auf, hier drüben ist jemand aufgestanden, das habe ich nicht gesehen. Fehlt. I like it. Und die ganzen Unsichtbaren dran. Okay. Oh Mann, ganz dünn du den verfehlen, du blödes Schwein. Das ist geil, der hat den verfehlt. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Geh hier hin. Hier hin. Knall den ab. Klassisch, klassisch. Erlaube ich mir das, du gehst hier hin. Dich brauche ich dann wieder hier drüben. Okay, Pulle. Guck mal, ob du das Schwein findest. Hier steht er. Zwei solche Dreckschweine.
Genau, und die können natürlich nochmal schießen. Das ist völlig logisch. Nein, der Penner. Oh, du hast eine Armee von Vollidioten. Sie haben mich dieses Mal übel erwischt. Ach, Mann, ey. Da geht doch drauf, ihr Trottel. Gut, hast beinahe geschafft. Und ich bin weg. Ich bin weg. Der Typ macht sich unsichtbar und rennt hier durch den Wald. Das ist so geil. Die Typen haben auch Giftpfeile. Plötzlich. Klasse. Hast du dir selber zuzuschreiben, du Trottel. Du dummes Schwein. Warum versucht ihr es nicht mal mit echten Kriegern aufzunehmen? Halt's Maul, halt die Fresse. Das hat euch nicht gefallen, was? Wo kommt denn der her? Jo, immer ran mit den Leuten, immer ran. Immer ran. Was ist mit der Wichser? Dem kann ich nicht helfen. Ich hab nichts mehr, was Vergiftung heilt. Der Typ hat seinen Schlag gemacht, den er in den nächsten 10 Runden hat. Ey, der hat den Typen niedergekämpft, hat das Ostern. Mensch, hau den weg. Brauch dich jetzt hier drüben. Beweg deinen Arsch hier hin. Die Ratte muss drauf gehen, sonst gehen wir drauf. Ich kann nicht mehr kämpfen. Meine Frau. Deine Frau, die wird vergewaltigt. Ach Gott, was für eine Scheiße. Das war nicht gerade einfach. Das war nicht einfach. Sie haben ganz schön viele umgelegt. Haben sie denn hier vergraben? Hier ist noch eine Kiste. Okay, weg hier. Nicht schlecht. Erstmal so schnell wie möglich zurück ins Lager. Na fein.
Was ist das? Ein Dolch für Stürmer. Keltischer Bogen. Verfolgerbogen. Jeder ist hier besser als der andere. So ist cool. Ich will mal sehen, was ich öffnen kann. Ich hoffe, alles ist gut. Bis jetzt ja. Aber das war ziemlich irre. Das hätte ich gar nicht gedacht. So ein Kampf. Wahnsinn, was sie alles gebraucht haben. Ja, aber dank dem Typ hier kann ich alles kostenlos auffüllen. Ration ist okay. Kann ich aber wenigstens die Legion fit halten. Das ist ja schon mal was. Genau 4800 Mann. Nicht schlecht. Trotzdem noch 27.000 Denari. Sollen sie jetzt erstmal alles einnehmen, was man hier einnehmen kann? Wenn der Schwierigkeitsgrad ein bisschen höher wäre, hätte ich das gar nicht geschafft. Ich weiß gar nicht, was ich falsch gemacht habe. Es kam mir so gut vor, alles. Manchmal ist das halt so. Eine Nachricht von Diviterkus. Ihr trefft auf zwei gallische Jäger, die hintereinander auf einem Pferd sitzen. Vorsichtig halten sie mit einigem Abstand an und einer von ihnen ruft euch zu, dass sie eine Nachricht von Divitacus überbringen. Der andere spricht die Nachricht wortgetreu nach. Durch den Willen des Tutatis wurde uns verkündet, dass wir erneut aufeinandertreffen werden, um eine Angelegenheit von größter Wichtigkeit zu besprechen. In Belde werden wir euch in eurem Lager treffen. Ihr werdet dort sein. Und wir ebenfalls. Sobald die Nachricht übermittelt wurde, wenden die Jäger ihr Pferd galoppierend davon. Feinde rücken an. Na hier, das ist gleich gut so. Na dann warte, bis die da sind. Und dann nehme ich die Sägemühle noch ein. Die Sklaven können wir vielleicht noch holen. Ja. Super, Legionsmoral 9. Ich brauch dich. Komm schon, mach. Diese perversen Schweine. Befestigte Flanken. Consistite Latus in Riga.
Was zieht's mir die Moral ab bei diesen Hunden? Alter Schwede, ey. Kann ich das mal bitte blocken? Danke. Scorpius abfeuern. Isolieren und vernichten. Das ist gut, diese Dreckschweine. Ja, Triagierung. Lautis operam date. Oh nein, 900 Mann habe ich bei diesem Müll verloren. Das hätte ich in Wirklichkeit nie verloren bei Rome Total War. Gegen diesen Haufen von Vollidioten. Von was? Taranis. Rüstung und Rüstungsmaximum. Gar nicht schlecht. Na fein. Ein Händlerkoch. Es gibt zahllose Flüsse in diesem Land und noch mehr Brücken, die darüber hinwegführen. Als ihr eine dieser unbedeutenden Brücken überquert, wird euer Weg vom Wagen eines reisenden Händlers blockiert. Gute Frau, ihr seht aus wie eine Feinschmeckerin. Habt ihr Interesse an einem kleinen Experiment teilzunehmen? Was für ein Experiment wäre das? Ich bin Koch von Beruf. Ich bin so begabt in der Kunst des Kochens, dass Menschen bereit sind, für mein Essen zu zahlen. Hast du ein Glück? Natürlich kann man sich immer verbessern. Ich liebe es zu experimentieren und neue Gerichte zu ersinnen, um meine Kunden zu erfreuen. Ich suche nach jemandem, der mutig genug ist, mein neuestes Gericht zu probieren. Was sagt ihr? Ich habe kein Interesse an euren Versuchen, aber zeigt mir, was ihr zu verkaufen habt. Viel hat er natürlich nicht, wer halt bewundert das. Rationen hab ich genug. Okay. Ich will ehrlich sein, das ist eine Schande. Aber ich werde den Denari nicht ablehnen, wenn jemand damit winkt. Schön für dich. Okay, das haben sie gut gemacht, sehr gut sogar. Meilenstein. Und das Ding gleich angreifen. Die Moral, übelste Sorte, was für Moraleinbrüche. Oh, das ist aber gut.
Der kann die ganzen 14, minus 14 Moral kann der blocken. Das ist gut, Ursulus. Da darfst du auch führen. Milites Mandata expectant. Koordiniertes schwaches Zentrum, fordernder Vorstoß, rückt vor und macht die nieder. Nostra Legio hostem impetivit. Beschützendes Quadrat. Halt mir die Moral raus. Warte, warte, hier, Befestigungswagnis. Befestigt eure Position auf einen Hügel. Ja, das Ding. Das hilft jetzt wirtschaften. Das hier. Halten und neu formieren. Präsidia Tenete! Befestigung. Ad nostras munitiones recidite. Legionari haben Befehle vorgeweigert. Was man hier nicht alles so sieht. Befehle verweigert. Das ist ja übelste Sorte. Minus 14 Moral, die Moral ist unten. Nach drei Kämpfen. Wir haben alle Kämpfe gewonnen. Ich weiß zwar nicht, was das soll, aber okay. Ja, ja, das mache ich jetzt. Rache der Wildschweine. Rennt zurück. Formation. Gut. Ein paar Sachen kann man sich ja merken. Das waren ganz schöne Verluste in den zwei Kämpfen. Vor allen Dingen die Moraleinbußen sind übel. Der Druide Divitiacus bittet um eine Audienz. Er wartet in eurem Zelt auf euch. Okay, danke. Guten Tag. Guten Tag. Zumindest kann ich die jetzt so einfach auffüllen. Verbesserung. Die Gießerei wird jetzt erstmal gebaut. Mal gucken, was ich da machen kann. Das sieht gut aus. Haben wir noch zwei Sachen. Das Prätorium und das Lavacrum. Das Ende der Edui. Das muss ich jetzt erstmal machen. Okay. Natürlich muss ich erstmal jetzt hier das machen. Also, taktische Gegenstände ist... Oh, hier Pillum 3. Ja, klar. Krähenfüße ist klar, Pillum und Wurfmesser 3. Dann kann ich zumindest 2 herstellen und Wurfmesser. Ach genau, 2. Das ist ja schon mal was.
Bollwerk 3. Ja, das sieht ganz gut aus. Verbesserung kann verbessern. Das sieht doch gut aus. Also gut, zeig mal her. Das verbessern. Cäsars Schwert verbessern. Tamisas Rüstung. Ihr Helm. Das hat Cäsar. Das hat Bestia. Kalida. Vielleicht solltest du denn mal was bauen? Der hat bloß einen hohen Schild, Waru. Lorica Musculata. Das ist gut. Und das. Und das. Der makellose Bogen, das ist okay. Die haben alle diese scheiß Schilde. Waffen, das sieht gut aus. Gladius ist okay. Makellos. Xiphos, makellos ist gut. Muss ich gucken. Jetzt habe ich jetzt 3 Schilder. Einen Helm könnt ihr auch einen besseren bekommen, obwohl das irgendein makelloser Helm ist. Muss ich mal gucken, was ich herstellen kann. Hier, Centurio-Helm. 1 bis 2. Triarus-Helm. 0. 0. Ja, ist klar. Boetio Helm. Centurio. Das kann man erstmal herstellen. Lorica Hamata, Musculata, Pectorale, Segmentata. 2 bis 3, 0, 3 bis 4. Das ist das Beste. Okay. Okay. Die Schilde sind wohl hier mit dabei, ja. Scutum hat 8. Das Bollwerk hat auch 8. Also kann ich dann 3 solche herstellen. Naja, die Gegenstände sind voll, ich hab's gesehen. Ich muss ja jemand hinsetzen. Und zwar dich.
Du weißt, dass du hierhin musst. Du kommst hierhin. Du kannst hier die Moral heben. Verwundete habe ich zurzeit nicht. Muss sowieso warten, bis das fertig gebaut ist. Und dann brauche ich noch 3 Schilder. Aber erstmal will ich mit dem Typ reden. Ehrlich gesagt, dieser Kerl beunruhigt mich. Oh gut, ich hatte schon Angst, es ging nur mir so. Religiöse Männer müssen genauso exzentrisch sein wie die Götter, denen sie dienen. Das verlangt ihr Beruf. Es ist schwer, etwas zu hinterfragen, das man erst gar nicht versteht. Das ist tiefgründig. Oder, Magister? In der Tat, Bestia. Zum Glück müssen wir in diesem Fall nur fragen. So seid ihr also angekommen. Salve, Druide. Ich hoffe, es geht euch gut. Hoffnung ist für die Ahnungslosen. Ein erleuchteter Mann weiß. Erleuchte mich, Druide. Wir werden euch verraten, was sich ereignen wird. Erleuchtung zu erlangen, das ist eine Wahl, die ihr treffen müsst. Dumnorix überwacht jeden eurer Schritte. Wir haben erfahren, dass er euch dann angreifen wird, wenn ihr es am wenigsten erwartet. Woher wisst ihr das? Wir haben es erfahren. Wann wird er angreifen? Das weiß er selbst noch nicht. Er wird die Götter zu Rate ziehen. Wo will er uns einen Hinterhalt legen? Den Ort werden die Götter bestimmen. Also wird er sie fragen. Warum sagt ihr mir das? Das ist noch unklar. Dumnorix will kämpfen, denn er ist ein Kämpfer. Wir wissen es, denn wir sind ein Wissender. Es ist nicht an den Edwy zu kämpfen. Ihr werdet Dumnorix aufhalten. Um ihn aufzuhalten, muss ich ihnen selbst einen Hinterhalt legen. Das könnt ihr tun, wenn ihr denn wisst, wo er sein wird. Ha, ja. Er wird den Ausgang seines Angriffs erfahren wollen. Daher wird unser Bruder zum Hohen Ort kommen. Dort wird er den 3 Toten 3 Fragen stellen und die Antworten abwarten. Ihr werdet die Antwort sein, wenn es Tutatis Wille ist. Ihr werdet uns bald am Hohen Ort treffen. Für diese Gunst werden die 3 Tode eure Anwesenheit und ein Opfer brauchen. Ich mag es, wie ihr denkt, Divitacus. Dann auf zum Hohen Ort. Gut. Wir haben die Jünger des Taranis verärgert. Eine Handvoll seiner Priester überfallen unseren Außenposten. Mir wurde berichtet, dass Taranis einer der großen einheimischen Götter ist. Wisst ihr, was für ein Gott Taranis ist? Ein Kriegsgott, wurde mir gesagt, aber ich bin nicht sicher, ob die Gallier überhaupt etwas anderes kennen. Ich glaube, immerhin ist er einer der weniger bösartigen Kriegsgötter. Wie genau haben wir diesen Gott verärgert? Indem wir in sein Land eingefallen sind und sein Volk unterworfen haben. Ja, logisch, nicht wahr? Falls es noch einen anderen Grund geben sollte, ist er mir zumindest nicht bekannt. Es ist an der Zeit, dass wir die Macht unseres eigenen Kriegsgottes demonstrieren. Ich stimme euch zu. Begegnen wir ihnen in der Schlacht und zeigen wir ihnen die Macht des Mars. Ave Legate! Ave Centurio! Erledigt das Lager der Gallier. Aber jetzt warte ich erstmal ab, bis ich das ganze Zeug bauen kann. Muss ich noch ein paar Verbesserungen vornehmen. Ich
Das brauche ich. Ich merke, dass ich das brauche. Die Pillars austauschen. Hier hatte ich ja soweit. Das muss ich erstmal befrieden, ja, logisch. Einfach mal Zeit vergehen lassen. Pillum 3. Pillum 3. Wurfmesser 3. 32 Legionäre sind zurück. Wurfmesser 3. Prätorianer hat die Moral auf 23 gehoben. Danke gemacht. Gut gemacht, wollte ich sagen. Musculata hergestellt. Musculata hergestellt. Feinde rücken an. Naja. Zahlt den Bewohnern 400 Denari, damit sie sich der feindlichen Armee anschließen, heimlich an deren Ausrüstung sabotieren. Ja, das ist gut. Warum denn nicht? Die 400 Denari sind mir da wurscht. Nur wenige Dorfbewohner sind bereit, sich einer feindlichen Armee als Saboteure anzuschließen. Aber eine Handvoll leichtsinniger junger Männer nimmt euer Angebot an. Ihr beobachtet, wie sie auf ihre gefährliche Mission vorbereiten, während ihr wieder aufsteigt und Reise fortsetzt. Ihr wisst, dass die Sekuana derzeit ungeschützt ist. Ja. Ich schicke dort sofort eine Legion hin, nicht wahr? Helvetien, was hat er gesagt? Sekuanas hier oben. Und gehst mal mit hier hin. Okay, die Gegenstände sind alle hergestellt. Ach ne, Galea Centaurio, Galea Centaurio. Jetzt. Ja, das sieht gut aus. Also gut. Ceso. Pillum 2 raus. Pillum 2, tschüss. Pillum 3, Synaros. Bestia. Pillum 2 raus. Weg. Julia. Wurfmesser 2 raus. Okay. Varro, da kann ich jetzt nichts machen. Vitalis. Liberalis. Ist immer mit dabei. Okay. So, wo ist denn jetzt? Varro ist hier. Helm. Und die Rüstung. Pullo. Ordentlichen Helm. Und die Rüstung. Urenus. Ordentlichen Helm. Und die Rüstung. Kann ich den Helm jemand anders geben? Ja, ihm. Zum Beispiel. Gut, weg damit. Was hat denn der hier? Panoplia. Bla bla bla. Du bleibst halt so ausgerüstet. Wenn dir das gefällt. Gut. Taktische Gegenstände, Pillum. Zumindest ein und ein Satz Wurfmesser. Das ist doch schon mal was. Ausrüstung, was wollte ich jetzt? Waffen. Gladius.
ist ein Dolch. Ist auch ein Dolch. Also Claudius. Stell ruhig Sport auf und her. Ja, will ich zuweisen. Und zwar dich. Du gehst hier rein. Fabius hier rein. Morenus ist jetzt hier noch drin, das ist okay. Ich warte jetzt erstmal den Kampf ab und bis die Waffen hergestellt sind, dass ich an die Leute verteilen kann. Umso effektiver sind die Leute. Keine Frage.